Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Wie alles begann. Wie alles begann. Mein Nachbar ist ein Känguru. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Ach, Kapitalismus ist doch total scheiße. Ruft das Känguru und wirft das Monopoly-Brett um. Nur weil du verlierst, sage ich und versuche den angerichteten Schaden wieder zu beheben. Da habe ich 99% der Leute auf meiner Seite, sagt das Känguru. So, jetzt setz dich, sage ich, nachdem ich das Spiel wieder aufgebaut habe. Aber ich zahle nichts, nur weil ich auf deinem blöden Bahnhof gelandet bin. Ist gut. Das führen wir jetzt ein, sagt das Känguru. Bahnhöfe kosten nichts mehr. Ich finde, der öffentliche Personenverkehr sollte kostenlos sein. Okay, sage ich um des Friedens willen, obwohl natürlich alle 4 Bahnhöfe mir gehören. Ich denke zurück an den Abend, an dem wir Risiko gespielt und uns ordentlich verkracht haben, weil das Känguru sich beharrlich weigerte, jemanden anzugreifen. Ich würfle, nehme eine Gemeinschaftskarte und erhalte 7% Dividende auf meine Vorzugsaktien. Wer hat, dem wird gegeben, schnaubt das Känguru altklug, würfelt und landet auf einer meiner Straßen. Mal sehen, murmle ich. Schlossallee mit 3 Häusern, das macht 28.000 D-Mark. Nee, sagt das Känguru. Das ist eine Hausbesetzung. Hausbesetzer zahlen keine Miete. Dann reißt es einen 500-Markschein in 2, schreibt hinten auf die unbedruckte Seite Wohnraum für alle, jetzt und umsonst und klemmt den Fetzen zwischen meine Häuser. Was ist das? Frage ich. Ein Banner, ruft das Känguru. Ein Transbi. Ich schüttel den Kopf. Was willst du nun tun? Fragt das Känguru. Willst du die Polizei holen? Willst du mich räumen lassen? Ich sage nichts. Du willst dein Geld haben? Fragt das Känguru. Willst du Geld haben? Hier hast du Geld. Und es greift in die Bank und schmeißt mir die Scheine hin. Das darfst du nicht, sage ich. Wieso nicht? Fragt das Känguru. Das ist gegen die Regeln, sage ich. Der hat sich doch nur jemand ausgedacht, sagt das Känguru. Und ich habe mir eben neue Regeln ausgedacht. Ich nehme die Spielfigur des Kängurus und setze sie ins Gefängnis. Aha, ruft das Känguru. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Wer nicht spurt, wird weggesperrt. Okay, sage ich. Wie willst du das Spiel spielen? Wir fangen von vorne an, sagt das Känguru. Keine Miete mehr. Und das Gefängnis wird aufgelöst. Der Polizist in der Ecke hat nichts zu sagen. Die Arztkostengemeinschaftskarte muss raus und die mit der Schulgeldzahlung auch. Was ist mit, du hast den 2. Preis in einer Schönheitskonkurrenz gewonnen, frage ich. Darfst du behalten, sagt das Känguru. Auch wenn man sich fragen kann, was das für eine Konkurrenz gewesen sein soll. Wir würfeln also nur noch und wer über loskommt, kriegt 4.000 Mark, frage ich. Ja, genau. Das Känguru würfelt. Rückt 5 Felder vor, ich würfle, ein 6er Pasch. Nee, das ist auch unfair, sagt das Känguru und schiebt die Spielfiguren zurück. Wir machen so, wir würfeln beide gleichzeitig mit einem Würfel und rücken beide um die Summe der Augen vor. Okay, sage ich. Es ist übrigens unentschieden ausgegangen.